Moin Moin Leute, was geht ab? Weiß es am Start und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar soll es heute darum gehen, dass ich herausfinden will, was die 701 mit 75 PS offen denn so von 0 auf 100 schafft. Ich habe das Ganze gegoogelt und ich habe kein Video dazu so richtig gefunden. Oder habe ich mir gedacht, könnte man das nicht noch besser ausfahren? Und da wurde auch immer nicht klar deklariert, ob das jetzt ein 15er oder ein 16er Ritzel oder was auch immer für eine Übersetzung ist. Und deswegen mache ich dieses Video, damit man nämlich transparent ungefähr erahnen kann, was die 701 denn so schafft. Denn auf der Homepage von der 701 steht auch nichts, was 0 auf 100 angegeben sein könnte. Ich meine, die Zeit ist ja auch nicht sonderlich interessant eigentlich. Also eine 0-100 Zeit ist ja nicht immer aussagekräftig, weil man fährt ja auch einfach so. Wenn du von 70 auf 100 beschleunigst, ist meistens eher die Zeit, oder von 70 oder von 50 auf 100, das ist ja eigentlich die interessantere Zeit. Allerdings möchte ich gerne mal herausfinden, ob sie unter 4 Sekunden kommen könnte, denn rein vom Gefühl her, ich hatte auch viele gesehen, die mit A2 Bikes das Ganze getestet hatten, die sind alle so 4,9 oder 5, noch was Sekunden gefahren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit der Maschine auch unter 4 Sekunden kommt. Ich glaube, ein großes Problem ist der erste Gang. Denn im ersten Gang, das kann ich euch gleich einmal zeigen, das hier ist übrigens unsere Testgerade. Hier ist 100 und eine lange gerade Strecke, wo ich gut einsehen kann, ob ich drauf fahre oder nicht. Das würde ich auch jedem, der es bei seinem Bike testet, der braucht auf jeden Fall eine Strecke, wo man nicht sagt, okay, da könnte jetzt jederzeit einer kommen und man wird umgenietet. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber vorerst zeige ich euch, was denn mein Problem mit dem ersten Gang bei der Maschine ist. Ich habe einen 16er Ritzel drauf, wie glaube ich eben schon gesagt. Und das heißt, was gut ist an dieser Übersetzung, dass sie relativ lange ist. Das heißt, mein erster Gang geht bis 75 und ein bisschen, ja, sogar noch ein bisschen schneller, wenn ich jetzt schneller fahren würde oder schneller hochbeschleunigt hätte. Und mein zweiter Gang geht bis über 100, 107 hier. Und in dem Fall reicht das ja theoretisch, dass ich im ersten und zweiten Gang fahre. Was ja super ist, weil so spare ich mir einen Schaltvorgang. Dann wenden wir hier vorne auch schon wieder. Nur ein Schaltvorgang ist natürlich super zum Hochbeschleunigen. Denn das jedes Mal schalten kostet natürlich ein bisschen Zeit. Nur mein Problem mit dem ersten Gang ist, dass wenn ich den ersten ein bisschen zu doll ziehe, dann seht ihr, die Maschine kommt hoch. Und wenn ich leicht zu ruckartig Gas gebe, kommt sie auch ganz hoch. Das heißt, der erste Gang ist dafür nicht besonders gut geeignet. Das nächste ist, die Maschine ist jetzt sehr offen, ich hatte sie vorher gedrosselt. Und wenn ich jetzt hier einfach an einem Gashahn ziehe, kommt sie auch hoch. Das heißt, also das war jetzt einfach im zweiten Gang am Gashahn gezogen, ohne Kupplung, ohne nichts. Das heißt, die Gänge sind relativ schwierig unten zu behalten bei Vollgas. Was das Anfahren natürlich nicht unbedingt erleichtert. Was bei anderen Bikes dann eben wesentlich einfacher ist, um eine 0-100 Zeit zu messen. Und ich probiere jetzt einfach mal rum und mache jetzt mal den allerersten Versuch. Ja, das war nicht gut. Da bin ich nicht gut weggekommen. Also ich hab extrem Respekt und ich habe es auch vorher nie probiert, im ersten Gang schnell anzufahren, weil das Bike lädt einen einfach überhaupt nicht dazu ein. Weshalb wir jetzt hier viel rumprobieren werden. Ich habe dieses Bike eben schön warm gefahren. Wir haben auch wieder 24 Grad aus irgendeinem Grund. Es ist geisteskrank warm. So, dann probieren wir jetzt mal den zweiten. Hier kann man auch schön auf der Geraden gucken, ohne dass einer kommt. Oh mein Gott. Ja, da habe ich etwas zu ruckartig geschaltet. Diesmal habe ich etwas früher geschaltet. Ich kann aber gar nicht sagen. Also ich glaube, der zweite Gang, also den im dritten Schalten, das sollte man sich auf jeden Fall sparen. Aber ich muss mich da jetzt langsam mal rantasten. Also jetzt eben ist sie wieder hochgeflippt im zweiten. Ich habe versucht, mein ganzes Körpergewicht vorne aufs Vorderrad zu legen. Aber da habe ich keine Chance, sie runterzukriegen. Die will dann einfach hoch, wenn sie will. So, dann probiere ich mal schneller hochzuschalten. Ja, das war auch gar nicht so schlecht. Ich glaube aber, ich sollte den ersten Gang noch so bis 50 oder 60 schon noch fahren. Weil erst dann untenrum kommt da dann nicht so viel. Also die Maschine hat eher obenrum die Leistung. Weshalb ich da ein bisschen mehr, ja, obenrum Dampf geben sollte. Eigentlich möchte ich gerne nur so einen 30 Sekunden Take, wo man sieht, wie schnell sie beschleunigt hochladen. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht eine ganz coole Idee, euch mal mitzunehmen, wie ich so ein Video angehe. Weil eigentlich probiert man halt nicht 0-100. Oder ich zumindest nicht mit der Husky, weil sie halt wirklich dafür gar nicht ausgelegt ist. Aber jetzt hat es mich halt doch interessiert. Hm.
Also, ja. Mein Traum wäre, 3,9 irgendwas zu sehen. Also wirklich eine Zeit, wo man sagt, unter 4 Sekunden. Aber ich glaube, ich verliere so viel an Zeit. Also ich brauche wahrscheinlich von 0 auf 40 genauso lange wie von 40 auf 100, was natürlich nicht gut ist. Also da kann ich wahrscheinlich noch viel optimieren. Der war gut, glaube ich. Der war sehr gut. Mein Vorderreifen ist leider im ersten und im zweiten Gang auch wieder hochgegangen. Nichtsdestotrotz, ganz, ganz runter den Reifen kriege ich nicht. Und es ist natürlich auch nur nach Tacho. Also ich habe kein GPS-Gerät, Tracker, der sagt, hey, da bist du genau die km/h. Es wird natürlich auch ein bisschen abweichen. Oh Mann, Digga. Wenn die nicht so hoch gehen, oder ich muss direkt schalten, vielleicht sogar direkt im zweiten. Das kann ich gar nicht so genau sagen, was da die beste Option ist. Aber direkt im zweiten Gang anfahren, ist es glaube ich nicht. Da bin ich zu langsam. Was ich jetzt grob sagen würde, ist, ich denke auf jeden Fall unter 5, aber irgendwo zwischen, ja, was würde ich schätzen, irgendwas mit 4, vielleicht. Da bin ich mir wirklich gar nicht sicher, was das jetzt sein könnte von der Beschleunigung. Wenn euch das kleine Beschleunigungsvideo oder wie ich so ein Beschleunigungsvideo, wie ich da rangehe, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen wundervollen, schönen Tag bei dem geilen Wetter. Und haut rein. Stay tuned. I tell you, dude, 'cause I'm feeling so good. Oh, yeah. Yeah, yeah.